Heute ist Finn Kliemann hier. Ich bin sehr froh, dass er es endlich geschafft hat aufs rote Sofa. Er ist ja Heimwerkerkönig und vieles mehr. Aber du bist ja auch ein Mann, der, du bist ja ein Füllhorn an Ideen und an immer neuen verrückten Sachen. Marc, es gibt bei Hausbooten so ein Problem. Ist es ein Boot oder ist es eine bauliche Anlage? Ich weiß gar nicht, worum es sich bei euch handelt. Aber das ist ein kompliziertes Thema. Du behandelst das schon wie ein Haus, weil das muss noch schwimmen können und du brauchst ganz viel Genehmigung für bestimmte Sachen und Auflagen. Genau, die Auflagen und die Genehmigung. Darum geht es nämlich. Diese ganzen Regeln haben auch Fehmarn erreicht. Jens Brombach hat sich das mal näher angeguckt. Ach, das könnte schön sein. Ein Häuschen mit Garten, in dem wir dann abends unsere Rosen begießen. Zwar ohne Garten, das schwimmende Häuschen im Hafen von Fehmarnsund. Eines von zwei Hausbooten, die Christian Reinhardt an Urlauber vermietet. Wir haben im letzten Jahr vom Bauamt Eutin ein Schreiben bekommen, nachdem wir Bauanträge stellen sollen für unsere Boote. Das hat uns vor sehr große Probleme gestellt, weil wir natürlich vom Booten ausgehen und nicht von Immobilien. Denn für das Bauamt kann Wohnlichkeit nur in gefestigter Umgebung stattfinden. Dass die Unterkunft von Christian Reinhardt als Boot zertifiziert ist, interessiert nicht. Das ist ein Boot. Wir können fahren, wir können uns bewegen. Wir haben temporäre Vortriebsmöglichkeiten und wir können uns fortbewegen und wir fahren auch damit. Dieser Ansicht sind auch Stefan Bode und Ralf Günther. Der eine hat schon über 50 Hausboote gebaut, der andere ist Vorstand des Hausbootverbandes. Beide kämpfen für Rechtssicherheit, denn im Moment entscheidet jedes Bauamt für sich, was ein Boot ist und was ein Haus. Jetzt kriegen Stefan Bodes Kunden Bußgeldbescheide um die 500 Euro. Dabei fing alles so schön an. 2014 haben wir einen Existenzgründerpreis bekommen, wo dann der Wirtschaftsminister auf die Schulter geklopft und sagt, von wegen der Abschaffung von Arbeitsplätzen, neue Industrien, Tourismus unterstützen, wurde sehr groß gratuliert und wurde 3 Monate später kam dann zum ersten Mal eine Verfügung, dass wir diese Hausboote dann entfernen sollten, weil dann vom Kreis Baumann der Meinung war, dass es sich hier um eine bauliche Anlage handelt. Ralf Günthers Katamaran mit Wohnmöglichkeit ist den Behörden ein Dorn im Auge, obwohl als Sportboot zertifiziert. Denn auch ein Sportboot ist eine bauliche Anlage, sobald es mit dem Land verbunden ist, also am Steg liegt. Dann will ich von meinem Boot von einem Steg in einen anderen Hafen fahren und wieder zurückfahren. Dann brauche ich eine Abrissgenehmigung, wenn ich ablege an dem Steg. In den nächsten Hafen, wenn ich anlege mit meinem Boot, eine Baugenehmigung. Das ist völlig absurd. Und das hat der Mitarbeiter vom Bauamt noch gar nicht zu Ende gedacht. Das nächste ist auch. Und die Einteilung nach Hausboot, nach Sportboot, nach Wasserfahrzeug, die gibt es gar nicht. Und die wird eben auch rein willkürlich getroffen, rein nach optischem Eindruck. Leben auf dem Wasser, ein bunter Traum von Freiheit. Sich sanft von den Wellen schaukeln lassen, individuelle Gemütlichkeit genießen. Die Bandbreite ist groß, bis hin zu luxuriösen Designervillen. Was für Wohnmobile, Räder, Motor und Scheinwerfer sind für Hausboote Außenborder und navigatorische Ausrüstung. Dann sind sie ein Fahrzeug. Deswegen müssen wir noch mal Klarheit beschaffen. Liebes Bauamt, ihr seid nicht für Wohnmobile oder Kfz zuständig, also auch nicht für Boote. Dafür haben wir eine eigene Behörde und diese Behörde macht die Entscheidung dafür. Leben im Hausboot ein Traum, ein potenzieller touristischer Wachstumsmarkt. Dagegen die Rechtsunsicherheit für Hausbooteigner wie Christian Reinhardt ein Albtraum. Das gefährdet ja auch die Investition letzten Endes. Die Existenz. Das ist existenziell tatsächlich. Ja. Als erstes Bundesland will Brandenburg in diesen Tagen ein Gesetz beschließen, das für eine klare Trennung sorgt. Daran können sich dann alle orientieren. Toi, toi, toi. Ihrem Landesprogramm und vielen, vielen Dank, Finn. War eine sehr unterhaltsame Sendung. Danke, danke. Toll. Spaß gemacht. Tschüss.